In Rechenberg wurde die neue erzgebirgische Bierroute offiziell für Touristen eröffnet. Dazu lud der Brauereichef der Rechenberger Traditionsbrauerei zu einem Pressetermin herzlich ein. Deutsche und tschechische Brauereien im Erzgebirge schlossen sich auf einem touristischen Rundweg zusammen. Andreas Meyer und Georgi Wendt waren diejenigen, die diese Idee entwickelten. Wir betreiben ja das Sächsische Brauereimuseum. Na, neben unserer neuen Brauerei haben wir unsere historische Brauerei ja für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht als Sächsisches Brauereimuseum. Können jedes Jahr hier viele, viele tausende Besucher aus nah und fern begrüßen. Und außer uns gibt es ja noch einige andere kleinere Brauereien, die auch touristische Angebote anbieten können. Und deswegen hat es sich natürlich ergeben, mit ihnen zusammen eine gemeinsame Bierroute zu entwickeln, dass man gemeinsam was macht. Und auch Böhmen, Tschechien ist ja wirklich ein Bierland. Und gerade auf der anderen Seite des Erzgebirges ist die Idee auf großen Zuspruch gestoßen. Und viele tschechische Brauereien machen mit. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die Verbindung hergestellt haben und nichts verbindet ja mehr wie Bier. Wenn ich kam hier zum Rechenberg 2 Jahre zurück, habe ich gehört die Idee von Herrn Meyer über der Bierroute. Und ich habe geholfen wegen meiner Kontakte auf tschechischer Seite, deutscher Seite, diese Bierroute zum Leben mitbringen. Das war meine Aufgabe in diesem Projekt. Er betonte auch, dass es hauptsächlich um Kultur und Tourismus geht. Schon vor 1000 Jahren tranken die Menschen Bier. Zum Inhalt des Projektes sprachen wir mit der Leiterin der Destinationsagentur Niederegetal. Die erzgebirgische Bierroute hat so 3 Hauptziele oder Hauptpunkte. Das eine ist die Tradition des Bierbrauens, das andere die Tradition des Bieres und die Tradition des Hopfens im Erzgebirge. Zurzeit sind in diesem Projekt 17 Bierbrauereien involviert, davon 9 deutsche und 8 tschechische. Ein Bestandteil des Inhaltes ist die sogenannte Bierkarte für die Touristen. Bei ihren Besichtigungen können die Touristen in den Brauereien immer jeweils einen Stempel bekommen. Und nachdem man mehr als 10 Stempel gesammelt hat, bekommt man einen Bierkrug. Die erzgebirgische Bierroute umfasst insgesamt 17 Stationen, die nicht nur zum Biertrinken einladen. Es geht darum, regionale Brauereien kennenzulernen und sich mit der Geschichte der oftmals jahrhundertealten Brautechniken zu befassen. Auf der ganzen Strecke gibt es nicht nur verschiedene Spezialitätenbiere zu trinken, sondern auch Brauereiführungen, Bierseminare und Verkostungen zu erleben. In eindrucksvoller Weise ist es der Privatbrauerei Rechenberg gelungen, die über 450-jährige Geschichte der Brauerei und den gesamten Prozess der traditionellen Bierherstellung von den Rohstoffen bis zum fertigen Produkt darzustellen. Der vollständige Erhalt der historisch wertvollen Gebäudesubstanz, angefangen vom Sudhaus anno 1780 bis hin zu den unterirdischen Gewölbekellern in Einheit mit der kompletten und voll funktionsfähigen Brautechnik, ist weiterhin einmalig. Seien Sie daher recht herzlich nach Rechenberg-Bienenmühle im Osterzgebirge zu einem Besuch in das Sächsische Brauereimuseum eingeladen. Circa 6,3 Millionen Hektoliter wurden in Sachsen im letzten Jahr abgesetzt. Damit hat das Bier in Sachsen eine Heimat gefunden. Für die Tourismusverbände im Erzgebirge ist die neue Bierroute eine Bereicherung für die gesamte Region. Die Reiseführer werden ab jetzt kostenfrei im deutschen und tschechischen Erzgebirge verteilt. Neben einer Landkarte mit der eingezeichneten Route und den Informationen zu den teilnehmenden Brauereien gibt es eine Stempelkarte.